So, Freunde, willkommen zurück bei meinem Let's Play Victoria 2. Es ist jetzt schon einige Tage her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe mit Österreich. Ich weiß deswegen nicht mehr so ganz genau, was das letzte Mal passiert ist. Ich glaube auch, dass das letzte Mal recht spät in der Nacht war und ich nur die Hälfte mitbekommen habe von dem, was ich gesagt habe und getan habe. Egal. Unsere Aufgaben sind eigentlich eh relativ klar. Wir werden mit Österreich weiter industrialisieren und wir werden schauen, dass wir möglichst viel Kolonien noch kriegen. Das ist jetzt gar nicht mehr so einfach. Wir haben koloniemäßig holen wir uns da jetzt noch Gabun dazu. Die Kolonien in Ostafrikas, die jetzt hier grün zu sehen sind, kann man uns eigentlich nicht wirklich nehmen, haben wir gesagt. Deswegen werden wir mal schauen, dass wir da an den Grenzen noch welche kriegen. Möglichst viele. Wir haben ja nicht mehr allzu viel Kolonialmacht. Wir hoffen einfach durch die Kolonien, durch die Marinestützpunkte, die wir hier gebaut haben, können wir noch mehr Kolonien dann im Endeffekt bauen. Ha, da können wir auch einen Marinestützpunkt erweitern. Und da auch noch irgendwas zum Erweitern? Ja, hier können wir auch erweitern. Und hier auch. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Gut. Na dann. Voran. So ein Marinestützpunkt dauert ja eine Weile, bis der baut ist. So, Liberia ist bankrott. Schauen wir mal. Liberia. Vielleicht könnten wir die sogar erobern, wenn wir sie... Ah nein, die sind in der Einflusssphäre von USA. Das werden wir besser lassen. Kriege gegen die USA sind nicht so lustig. Ja, vielleicht für alle mal ganz kurz zu sehen. Hier ist noch immer kein Kanal. Wir haben noch immer kein Nitroglycerin entdeckt, was ich überhaupt nicht richtig finde. Wir haben jetzt schon ziemlich lange die Chance, dass wir Nitroglycerin entdecken und haben es trotzdem noch nicht entdeckt, was ich ein bisschen irritierend finde. Weswegen wir noch immer weder den Suez noch den Panama-Kanal haben und wir noch immer in Kolumbien darum kämpfen, dass möglichst niemand uns aus dem Land rauswirft. Das ist nämlich eine ziemlich mühselige Sache. In Spanien haben wir jetzt langsam die Oberhand. Aber im Endeffekt ist eine sehr mühselige Sache. Gut. Wir bauen relativ viel Artillerie. Warum eigentlich? Na gut. Die haben, glaube ich, dann ein bisschen ein Überangebot an Artillerie, wenn die alle darüber gehen. Haben wir, glaube ich, ein bisschen falsch getimt. Naja, wurscht. Wir werden nachher irgendwas entsorgen von denen. Ah, verstehe. Habe ich schon gebaut, alles was wichtig war. Na gut. Ja, also wie schon gesagt, im Endeffekt geht es doch mal der Gewalt. Das klingt aber nicht gut. Zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickelte sich aus dem allgemeinen Revanchismus eine Denkrichtung heraus, die als Dogma der Gewalt bekannt werden sollte. Hierbei ging es darum, dass die alte Gesellschaft nur mit Hilfe von Gewalt entfernt und mit einer neuen ersetzt werden konnte. Das hat folgende Effekte ermöglicht: anarchistische Bombenleger. Anarchistische Bombenleger, das sind Sachen, die in Provinzen entstehen können, wenn wir eine schlechte Verwaltung haben. Hier zum Beispiel, nein, Blödsinn, hier haben wir nichts drinnen.
Schauen wir mal in den Kolonien, da ist das am wahrscheinlichsten, dass sowas passiert. Ja, da. Wir haben hier Politikmaschinerie. Stärke der stärksten Partei plus 500%. An und für sich ist das jetzt nicht so schlimm für uns. Aber es gibt ein paar, die sind sehr unangenehm. Verdorbenes System. Unterstützung für Regierungspartei plus 200%. Unmoralische Geschäfte, das verschlechtert unsere Leistung. Also das heißt, wir produzieren weniger Getreide in dem Fall. Hier gibt es irgendwo nicht Rangliste, Parteiloyalität, nein, Vorratslimit, nein, Einflussbereich, Nationalitäten, nein, Bevölkerungsdichte, nein. Wo ist denn das mit der Bürokratie, Beziehungen, Konflikte? Irgendwo gibt es dann also da Verwaltungskartenmodus. Der zeigt an, wie gut wir in der Verwaltung sind in den einzelnen Bereichen. Und wir sehen, verwaltungstechnisch sind wir vor allem in Österreich gut aufgestellt, in Böhmen, in Teilen Ungarns, aber in den eroberten Gebieten, also in Schlesien und in den Gebieten, die nicht unsere Kerngebiete sind, hier in Italien, sind wir eher schlecht aufgestellt und in den Kolonien auch noch schlechter. Das heißt, wir machen dort zwar irgendwie einen Gewinn, aber nicht wirklich. Wir bräuchten dort ein paar Bürokraten, die würden das nämlich dann etwas effizienter machen. Also in Treviso zum Beispiel oder in Verona haben wir eine Verwaltungseffizienz von 25%, während wir sie in Wien bei 100% haben und in Böhmen immerhin noch bei 85%. Na gut. Ja, soll sein, kann ich jetzt auch nichts machen. Haben wir da so wenig Bürokraten in dem Gebiet? Wie viele Bürokraten haben wir denn hier? 0,4%. Na okay, das ist wirklich wenig. Schlesien ist ein großes Gebiet. Vielleicht sollten wir dort Bürokraten fördern. Das wird vielleicht unser Einkommen ein wenig erhöhen. Gut. Haben wir da auch irgendwelche Sachen, die uns schlechter machen? Nö. Da haben wir die Mafia, schau an. Minus 5% Fabrikleistung. Das taugt uns aber nicht. Die Mafia wollen wir loswerden. Na gut. Ja, wir werden vielleicht auch wieder ein paar Fabriken. Kroatische Nationalisten in Dubrovnik. Na okay, so viel können das nicht sein. Kroaten haben wir nicht so viele im Land. Dafür haben wir diese Armee. Runter und wieder rauf. Ich glaube, das müsste reichen. Wir sind eh noch immer bei 50% für die Landeinheiten. Das heißt, im Endeffekt sollte das stark genug sein. Also genug Organisation haben, um das zu besiegen. Ja, außerdem, ja, Forst bauen wir da eh schon überall. Gut. Wie schon gesagt, Stopp, irgendwas war da jetzt. Das möchte ich sehen. Ungemacht droht, also ein Konflikt. Russland unterstützt das Osmanische Reich. Na, nona. Immerhin sind die ihre Verbündeten in der Einflusssphäre. Bulgarien möchte gegründet werden, na sowas. An und für sich würde ich das ja mögen, aber in Konflikt mit Russland zu kommen, ist so eine Sache. Wir unterstützen aber jeden, der Bulgarien unterstützen will. So, wir werden Beziehungen verbessern hier. Na, hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier schon. Ja, Skandinavien ist doch nicht so stark, sind nur 8 da. Das Problem für Skandinavien ist halt, die haben recht wenig Einwohner. Wenig Einwohner bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass sie niemals so eine große Industrieleistung haben können, wie wir zum Beispiel. Nein, wir werden Bulgarien nicht unterstützen. Wie schon gesagt, wir würden ganz gerne, aber wir wollen den Sezessionisten nicht zu viel Raum geben. Okay, hat keiner unterstützt. Arme Bulgaren, müsst noch warten auf euren eigenen Staat. Vielleicht kommt er nie. Die Wahrscheinlichkeit ist aber durchaus gegeben, dass wir irgendwann einmal Krieg auch mit Russland führen. Gut, organisieren wir mal ganz kurz unsere Fabriken.
Ich will dann nämlich vielleicht irgendwann einmal wieder eine neue Partei, eine andere Partei als die Reaktionären reintun. Wenn wir die Reaktionären drinnen haben, dauert es noch länger, bis wir genügend Liberale haben, damit wir Reformen machen können. Böhmen braucht neue Fabriken oder beziehungsweise stärkere Fabriken. Schaut gut aus. Dalmatien hat noch mehr als genug mit deiner Fabrik. Istrien ist eigentlich auch gut besorgt. Dünger. Was brauchen die noch? Munition. Sollen wir eine Munitionsfabrik auch noch bauen? Nö. Kroatien hat da eine Möbelfabrik. Da bauen wir doch glatt eine Möbelfabrik dazu. Zu den Luxusmöbeln. Vielleicht sollte man die Zeit laufen lassen, weil Kärnten Steiermark sollte das eigentlich schon offen haben, weil wir haben in Kärnten und Steiermark genügend Eisen und Eisen und Kohle in der Steiermark, genau. Das heißt, der Stahlindustrie macht dort definitiv Sinn. Möbelfabrik hingegen macht dort wenig Sinn. Wir haben nämlich weder Sägemühle noch Holz dort. In Nomadai haben wir die Textilindustrie. Mähren ist auch versorgt derzeit noch. Die Inserei machen wir noch ein bisschen größer. Ostgalizien scheint mir auch recht gut zu laufen. Da vergrößern wir aber auch. Ha, stopp, stopp. Ah, Mist. Zu oft auf Space gedrückt. Unsere Kolonie kann gegründet werden. So, wir können gerade keine Kolonien mehr gründen. Das ist nicht gut. Was steht da? Nein, 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 nein. Gut. Wenn wir aber jetzt. Ah, wartet mal, aber wenn wir schon hier das haben, dann können wir gleich einen Marinestützpunkt bauen. Wir brauchen Marinestützpunkte für mehr Kolonialmacht. Damit wir wieder was bauen können. So, wir könnten auch noch einen Handelszerstörer bauen. In, sagen wir mal, machen wir es in Schamal-Scheik. Da haben wir eh noch nicht so viele Handelszerstörer. Oh, Äthiopien hat das ganze Gebiet da besetzt. Das ist ja lustig. Spanien ist so unfähig. Wir schaffen es nicht einmal gegen Äthiopien Krieg zu führen. Das erinnert ein wenig an den Zweiten Weltkrieg. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat nämlich Italien versucht, Äthiopien zu erobern. Und die sind dann relativ kläglich gescheitert, kurzfristig, bis sie dann ein wenig Unterstützung von den Deutschen gekriegt haben. Ich werde Spanien aber nicht unterstützen, nur weil sie meine Verbündeten sind. Oh Gott, nur noch 30% Liberale, das ist viel zu wenig. Ah, Elend und Kommunisten, Anarcho-Liberale und Reaktionäre sind gestiegen. Das ist gar nicht gut. Aber wir haben, glaube ich, eine soziale Reform letztens gemacht. Wir könnten einen Teil unserer Baumwolle herschenken. Na, dann tun wir das doch glatt. So, wo waren wir? Ost-Siebenbürgen ist gut versorgt. Schlesien. Schauen wir mal, jetzt haben die in Verwaltung investiert. Ha, eine große Entdeckung, die Geheimpolizei. Herrlich, das ist sehr wichtig für uns. Dadurch werden sämtliche Rebellenorganisationen schwächer. Geheimpolizei, diese Spezialabteilung der Polizei wurde geschaffen, um politische Gruppen, die die herrschende Ordnung nicht respektieren, also uns, von Gottes Gnaden. Von der Bevölkerung konnte dies im Allgemeinen als gerechte und gute Einrichtung oder als böses Unterdrückungswerkzeug des Staates verstanden werden. Naja, wir wissen ja, als was es zu verstehen ist. Nicht wahr? Oder soll ich die Geheimpolizei bei euch vorbeischicken? Na gut.
Ah, ein Projekt. Na, das brauchen wir eigentlich nicht unterstützen. Das hat genügend Unterstützung. Ja, machen wir weiter. Vielleicht machen wir da noch eine Papierfabrik. Ich bin ein großer Fan von Papierfabriken. Slowakei. Mehr Schnaps. Südtirol ist uns egal. Tirol ist uns egal. Transdanubien ist uns nicht ganz egal. Kommen wir mehr rein. Ha, in Venedig könnten wir noch eine Stofffabrik dazu bauen. Stofffabrik. Wo ist die Stofffabrik da? So, irgendein Admiral ist gestorben. Wir brauchen eine Stofffabrik. Dann gehen wir mal zu dem Admiral und ersetzen ihn durch einen neuen. Wen nehmen wir? Den Hützendorf? Nein, Miklas. Miklas plus 4 Verteidigung. Nicht schlecht. Den nehmen wir. So, nein und nein. Das sind Pimpelstaaten, die werden von uns nicht durchgelassen. Wenn es irgendwas Großes, Starkes ist, bitte, aber die nicht. Himmlisches Königreich erklärt sich unabhängig von das chinesische Reich. Wo ist denn das? Das ist ja arg. Das chinesische Reich startet nämlich als viele kleine Staaten. Und das da ist das chinesische Reich und die kleinen Staaten sind Vasallen von ihnen. Und scheinbar hat sich da was abgelöst. Das ist auch nicht schlecht. Das passiert selten. Obwohl, es passiert häufig genug, dass China auseinandergenommen wird. Aber von innen passiert das nicht so häufig. Na gut, so, wo waren wir? Hier. Okay. Wir zahlen unsere Schulden zurück. Wir holen uns noch einen Admiral und einen General. Anti-Egalitarismus. Hey, wir können Bürgerwachen kriegen. Das ist auch irgendein Effekt in den Regionen. Ich weiß nicht genau, ob das gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall sinkt unsere Kriegsmüdigkeit um 5%. Das heißt, unsere Leute werden nicht so schnell kriegsmüde. So, wir waren da mitten in den Fabriken noch. Venedig hat seine Stofffabrik gekriegt. Hervorragend. Keine Spannungen mehr. Oder weniger, sagen wir es mal so. So, hinter Venedig kam noch West-Siebenbürgen. Da machen wir noch die Schnapsfabrik weiter. Das schaut gut aus. Hallo? Schnapsfabrik verbessern. Zentralungarn. Wein. Das passt auch. Österreich. Kein Geld mehr, sonst würde man die Munitionsfabrik erweitern. Hey, mechanisierter Bergbau. Und zwar in Treviso. Na gut. Wir erweitern diese Fabrik. Österreichisch Moldau und Österreichisch Westgalizien sind uns relativ egal. Hervorragend. Ja, vielleicht brauchen wir da noch eine Artilleriefabrik dazu. Zum Sprengstoff. Ich glaube, die brauchen Sprengstoff, die Artilleriefabrik, oder? Sprengstoff und Stahl. Naja. Wenn wir da schon Sprengstoff haben, dann können wir ruhig auch eine Fabrik hinbauen, um Artillerien zu bauen.
Und die Dampfturbine haben wir auch fertig. So, was machen wir als nächstes? Halbautomatisierung. Günstiger Stahl oder die Eisenbahn oder organische Chemie, was gibt's da? Sozialwissenschaften sind jetzt nicht ganz so toll. Kolonialprestige steigt, wir könnten das da auch mal machen, die ganzen Prestige-Sachen. Das ist jetzt schon fast gratis, 5700 Punkte. Naja, und da haben wir auch gesagt, dass vielleicht was ganz. Ja, Geschäftsvorschriften machen wir. Das ist gut, das wird unsere Wirtschaft weiter stärken. So, Eisenbahnen, 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 Eisenbahnen. Wir sind noch immer unter 80 Punkte Kolonialmacht, das heißt, wir müssen noch immer warten. So, wir haben da jetzt 36.000 Mann. Wir haben da zu viele Artillerie gebaut irgendwie. Artillerie wird an einen eigenen Ort geschickt. Da hier nach Serbien. Und dort werden wir die nächste große Einheit hinbauen. Das heißt, wir sammeln nicht mehr hier, sondern wir sammeln hier ab jetzt. Und schauen wir gleich einmal, bauen wir gleich die nächste Einheit, die nächste größere. Mal Pause. So, Süddeutsche, das ist gut. Da bauen wir mal erste Garde. Da haben wir noch eine Garde, das ist zwei. Dann drei. Vier. Und die fünfte Armee, also die fünfte Infanterie. Dann brauchen wir noch einen Pionier und noch zwei Pferde. Da haben wir nur eines dabei, einen Husaren und den Dragoner bauen wir dann später. So, euch nennen wir die 7. Armee. Siebente Armee. Und wir schauen mal, ob wir einen Anführer für euch finden. Langsam geht es bergauf, was die Armeen betrifft. Ja, nehmen wir das, der hat zwar Minus an Moral, aber dafür relativ gutes Plus für Angriff und Verteidigung. So, zurück zu den Fabriken. Fehlt uns da noch was? Nein. Ah, oh ja, wir wollten da noch eine Artilleriefabrik bauen. Entschuldigung, Artilleriefabrik und hallo und bauen. Noch ein General dazu. Das Schiff ist auch bald fertig und dann haben wir wieder genügend Kolonialmacht. Nitroglycerin, dass ich das noch erleben darf. Herrschaften, ihr wisst hoffentlich, was Nitroglycerin ist. Das ist nitriertes Glycerin. Hahaha. Glycerin ist ein dreiwertiger Alkohol. Wird verwendet, wofür? Ja, genau, für Salben und Cremen, damit nichts austrocknet. Nitroglycerin wird nicht für Salben und Cremen verwendet. Heutzutage wird Nitroglycerin hauptsächlich verwendet gegen Angina pectoris. Das ist eine Herz-Kranz-Gefäßerkrankung. Wird teilweise noch immer als Sprengstoff verwendet, aber nicht mehr so häufig wie zu dem Zeitpunkt, wo es entdeckt wurde. Nitroglycerin wird unsere Arbeiten im Bergbau extremst verbessern. Außerdem unsere Produktionsleistung für Sprengstoffe werden um 2% erhöht. Und was das absolut Genialste daran ist, wir können jetzt, tada, den Panama-Kanal und den Suez-Kanal bauen.
Lasst uns den Suezkanal bauen. Das bringt uns 10 Prestige. Juhu. Und der Panama-Kanal ebenfalls. 10,5 Prestige. Jetzt sind wir auf 396. 407. Wir haben den Panama-Kanal gebaut. Die Vorschläge für den Bau eines Kanals durch den Isthmus von Panama reichen wahrscheinlich bis zur Entdeckung des Gebiets zurück. Irgendwo ist die Landverbindung zwischen dem nord- und südamerikanischen Kontinent dünner als nirgendwo, nicht irgendwo, dünner als hier. Und durch den Einsatz moderner Ingenieurswissens und von Nitroglycerin könnten wir die Fahrzeit vom Atlantik in den Pazifik um mehrere Tage reduzieren. Ja, wir fahren jetzt nur noch durch den Kanal und nicht mehr rund um Atom. Herrlich, das heißt, wir müssen uns auch um Kolumbien nicht mehr so kümmern. Das heißt, wir werden da bei der Diplomatie auch, nein, nicht Afrika alle, wir werden da bei der Diplomatie auch ein wenig uns ändern. Wir hauen noch einmal die Botschaft raus von Großbritannien. Und dann gehen wir da auf 2. Und bei Spanien haben wir auch die senken wir die Meinung von Skandinavien. Das ist elend, dass wir das immer machen müssen. Brasilien ist voll und ganz in meiner Einflusssphäre, das heißt, wir können da weggehen. Baden eigentlich auch gut. Das heißt, wir sollten schauen, was wir noch in unsere Einflusssphäre nehmen wollen. Schauen wir mal, was ist denn da frei? Niederlande wäre sogar noch frei. Portugal. Ja, das ist aber keine schlechte Idee. Da müssen wir allerdings gegen Großbritannien ankämpfen. Na, schauen wir mal, vielleicht geht's ja. Vielleicht interessiert Großbritannien Portugal gar nicht so. Noch dazu haben wir eine Grenze mit Portugal, aber Großbritannien glaube ich nicht mehr. So, Frankreich hat sich da doch noch etwas mehr ausgebreitet in Afrika. Hat nicht alles Skandinavien überlassen. Ja, leider können wir da nicht mehr viel kolonialisieren jetzt. Aber das stört eigentlich gar nicht. Weil, wie schon gesagt, Ostafrika gehört so oder so uns. Vielleicht werden wir nachher auch Djibouti machen. Ich liebe Djibouti. Allein des Namens wegen. Außerdem ist es eine Küste. Oder das da. Wadai. Na, schauen wir mal. Das Schiff sollte ja bald fertig sein. Bald. Bald. Wann? 17.10. Naja, dauert noch ein bisschen. Gut. Sehr gut. Und wir sehen. Haha, es ist ein Kanal. Durch Suez durch. Ist das so wundervoll? Jetzt müssen wir nicht mehr um und um fahren. Jetzt können wir auch durch, das ist sehr gut. Gut, eigentlich ist das sogar ein perfekter Zeitpunkt, um für jetzt aufzuhören. Meine Herrschaften, ich wünsche euch eine gute Nacht. Okay, das Himmlische Kaiserreich wurde wieder aufgenommen in China. Gut, das heißt, das war nur eine kurzfristige Sache, dass dieser Staat existiert hat. Meine Herrschaften, gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann.